Weder Mittelstand noch Großkonzerne sind heute basisinnovativ, sondern wir haben im Grunde eine fehlende Gründerszene. Je erfolgreicher eine Volkswirtschaft ist, umso geringer ist ja die Risikobereitschaft und umso geringer ist die Gründungsintensität. Da scheint es empirische Zusammenhänge zu geben. Zweitens, wir sind ein sehr erfolgsverwöhntes Land und ein Land, das eigentlich mit dem Thema Unternehmertum, sprich Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, sich außerordentlich schwer tut. Und die Mentalität heißt dann ja auch, Scheitern ist eigentlich Scheitern für immer. Gilt übrigens auch für Führungskräfte, die etwas wagen. Wenn sie dann scheitern, dann sind sie häufig komplett sozusagen in diesem Lande persona non grata. So und gleichzeitig diese fehlende Vernetzung zu einem Cluster, sozusagen eher die Ghettoisierung derer, die eigentlich zusammenwirken müssten, um ein innovationsförderliches System zu bringen. Und natürlich zum Dritten die Pfadabhängigkeit auch hier. Eigentlich eher bekanntes Kopieren und Auslutschen, als originär kreativ was Neues zu machen. So, und das sind dann im Grunde Ingredienzien für eine Innovationsarmut in diesem Lande.